Hallo und willkommen zu Zocken mit. So, nenne ich das einfach jetzt mal. Ich habe mich entschlossen, wir zocken ein bisschen Heroes of the Storm. Beziehungsweise ich hatte zur Auswahl, das ist jetzt hier ein kleiner Einblick in meine private Spielesammlung. Also das, was wir zusammen zocken mit Rob und Tolga, ist halt was anderes, wie was ich halt privat spiele. Da hatten wir zur Auswahl WoW, Hearthstone, Heroes of the Storm, Diablo 3. Etc. pipapo. Zurzeit aktiv spiele ich WoW und Heroes of the Storm. Und ich habe mich entschlossen, dass ich heute euch mal einen Einblick in Heroes of the Storm gebe. Vermutlich kennt ihr das schon, aber man weiß ja nie. Heroes of the Storm ist das MOBA von Blizzard. MOBAs sind sowas wie League of Legends oder Dota 2, Heroes of New Earth, Herr der Ringe MOBA, es gibt viele MOBAs. Aber das Erfolgreichste ist halt League of Legends und Dota 2. Und wie man Blizzard kennt, wollen die da oben natürlich mitmischen bei den Spielen. Und was ich ziemlich geil finde, ist, dass dadurch, dass LoL so erfolgreich wurde mit ihrem typischen 3-Wege-Map, wie, also was sie halt von Dota übernommen haben, beziehungsweise die Macher von LoL sind ja ehemalige Dota-Macher etc. Das ist auch eine andere Geschichte. Auf jeden Fall, alle anderen MOBAs, die auf den Zug aufspringen wollten, haben einfach exakt das gleiche gemacht wie LoL. Die Map genommen, eigentlich sogar teilweise die Champions genommen, die gleichen Items genommen, alles identisch gemacht. Und da hat sich Blizzard gedacht, wir machen das anders, was ich halt mega cool finde, aber Blizzard hat natürlich auch da einen kleinen Prestige-Status, weil die haben die Kohle, die haben die Macht, die haben die Fanbase, die haben die Community, um das auch zu riskieren. Und ja, ihr MOBA sieht ein bisschen anders aus. Man hat nämlich natürlich auch wieder Helden, also Champions, aber es gibt keine Items. Und man levelt nicht bis zu Level 18, wie bei LoL, sondern bis Ultimo, wobei man nur bis 20 Skillpunkte verteilen kann. Und dann halt jedes Level. Man hat von Anfang alle Skills, außer der Ulti, das ist halt auch anders wie bei LoL. Nur man ändert halt die Fähigkeiten durch Passive, die man halt dann von Level zu Level freischalten kann und halt dann sich entscheiden muss. Das heißt mitunter, dass sich da ganz verschiedene Skillmöglichkeiten herauskristallisieren, dass man seinen eigenen Spielstil mit einfließen kann, dass wenn der eine ein bisschen offensiver spielt und viel stirbt, muss er halt einen defensiven skillen. Oder ein sehr passiver Spieler, der zu wenig Schaden macht, kann dann auf mehr Damage gehen, etc. pipapo. Des Weiteren hat man nicht das typische AD-Carry, AP-Carry, Support, Jungle und Top-Lane-Setup, sondern es ist ähnlich wie bei WoW, wie einer Instanz eigentlich, dass man einen Tank, einen Heal und drei DDs hat. Wobei es bei den DDs die Assassinen und die Spezialisten gibt. Spezialisten beispielsweise sind sehr gut darin, die Lanes zu pushen. Die Assassinen oder die typischen DDs sind halt wie die Carries, also sind die Carries von LoL am ähnlichsten. Die machen halt schnell viel Schaden, haben essentielle Fähigkeiten für Teamfights etc. Der typische Support gibt es auch, der Unterstützer. Wobei der nicht so useless ist, wie er es bei LoL teilweise erscheinen mag. Also bei LoL in den Pro-Gamern etc. ist Support auch eine sehr wichtige Rolle. Aber bei Heroes of the Storm ist der Support einfach mal mit das Wichtigste. Beziehungsweise man kann eigentlich gar nicht sagen, Wichtigster und nicht unwichtig ist. Eigentlich sind alle Rollen wichtig. Wenn man ein Team hat ohne Support, verliert man eigentlich tendenziell immer. Und das ist halt bei LoL zum Beispiel nicht so. Wenn dann statt auf der Botlane AD Carry und Support einfach mal zwei AD Carry spielst, hast auch die Chance, dass es gut klappt, weil die Leute einfach dann zu viel Schaden fressen etc. Aber bei Heroes of the Storm oder abgekürzt Heroes oder HOTS, wie man es mag, ist halt der Support genauso wichtig wie der DD, genauso wichtig wie der Tank, genauso wichtig wie der Spezialist. Das typische Setup bei Heroes of the Storm kann man gar nicht pauschal sagen, weil man hat nicht nur eine Map wie bei LoL, sondern man hat viele verschiedene Map-Arten. Und nicht nur das, man hat für jede Map eine andere Map-Mechanik. Zum Beispiel gibt es, ja, es gibt eine Map, die heißt Drachengärten. Da muss man zu einem gewissen Zeitpunkt im Spielverlauf muss man zwei Relikte halten und dann kann einer aus deinem Team oder aus dem Team, welches die beiden Relikte hält, kann in der Mitte einen großen Drachenritter spawnen lassen, der dem Team relativ gut unterstützt und ihn auch und es auch so zum Sieg führen kann, relativ schnell. Was die Map-Mechanik so besonders macht, also daneben, natürlich neben der Tatsache, dass es noch nicht vorher gab, kann man dadurch in meinen Augen sehr, sehr viele Spiele einfach mal wieder turnen, also im Sinne von umdrehen, dass wenn man behind ist, im Level etc., und man schafft es durch Glück oder durch Taktik, eine Map-Mechanik zu bekommen,
kannst das Spiel innerhalb von 2 Sekunden um 180 Grad drehen und du bist einfach ahead mit deinem Team. Was es halt so auch nicht gab, oder bisher noch nicht gab, weil Dota 2, League of Legends, dieses Spiel sind für mich einfach nur die puren Snowball-Spiele. Bedeutet, wenn man am Anfang mal einen Kill bekommt, und ich meine, das müssen wir vorstellen, man kriegt für jedes Creep Gold. Wenn du besser bist als dein Gegner, bist du eh schon mal im Creep Farm vorne. Dann bekommst du in Minute 3, 4 meinetwegen einen Kill, dann ist dein Gegner nicht mehr auf der Lane, sondern ist tot. Währenddessen bekommst du mehr EP, dementsprechend auch wieder mehr Gold durch die Creeps. Und das ist einfach in meinen Augen ein komisches System, wenn man darüber nachdenkt, weil letztendlich ja, gibt das dann dem anderen Spieler keine Chance mehr, in das Spiel zurückzukommen. Und das ist halt bei Hotz anders, weil es gibt hier kein individuelles Level, sondern das Team levelt insgesamt. Natürlich kann jeder einzelne Spieler einzeln Erfahrungen sammeln, die aber dann dem Team insgesamt zugutekommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt 14.000 Erfahrungspunkte dem Team beisteuere, levelt mein ganzes Team. Das heißt, selbst einer, der AFK ist, bekommt meine EP und levelt halt dementsprechend auch mit auf. Dieses typische Creep-System wie bei LoL und Dota gibt es hier auch nicht. Die Minions droppen kein Gold für dich, weil es gibt auch generell keine Items bei Heroes of the Storm. Das heißt, es würde dir auch gar nichts bringen, wenn du Gold von denen bekommen würdest. Das macht es halt insofern interessant, dass die Minions dir nur Erfahrungspunkte geben. Ist auch nicht unwichtig, weil Erfahrungspunkte und Levelvorsprung ist bei Heroes of the Storm eigentlich alles. Wenn du ein Level ahead bist, dann hast du eigentlich schon gute Karten zu gewinnen. Außer halt, die schaffen es, die Map Mechanic zu nutzen und dein Team halt nicht. Was gibt's noch anderes? Das wäre es eigentlich soweit. Also wir werden halt noch einige Maps sehen. Ich will jetzt nicht zu viel also alles vorwegnehmen. Es gibt, und das Geilste an Heroes of the Storm ist einfach, ich bin halt ein Ultra Blizzard Fanboy und man spielt einfach hier mit Helden, die man auf seinen WoW-Reisen, in seinen Diablo-Zeiten, in seinen StarCraft-Zeiten etc., die man halt so, ja, so krass geil fand, die kann man jetzt hier spielen. Man kann Thrall spielen, man kann Arthas spielen, man kann seit neuestem Keltas spielen, man kann die ganzen StarCraft-Helden spielen. Man, zum Beispiel nimmt man sich die Rasse Protoss, hat man den Zeratul, man hat, wenn man die Rasse Zerg mochte bei StarCraft, hat man Zagara, die man spielen kann. Also jeder Blizzard-Spieler wird hier bei Heroes of the Storm ein Champ finden, wo er sich sofort drin verlieben wird. Bei mir war es einfach Thrall. Ich liebe einfach Thrall. Kann ich euch auch gerne mal zeigen. Ich bin ja nur am Labern, ohne irgendwas zu zeigen. Wir gehen einfach mal auf Spielen. Das ist jetzt mein Thrall. Normalerweise sieht er so aus. So. Man kann bei Heroes of the Storm kann man nicht nur die Skins hier auswählen, sondern man kann auch die Skinfarbe wählen. Beispielsweise hier jetzt blau, wobei das eigentlich nicht blau ist, sondern halt Standard. Dann grün. Dann wird er halt ein bisschen grünlicher und halt dann das. Weiß gar nicht. Lila, Rot, Burgund, Rost, wo er halt dann hier so aussieht. Ah ja, das gibt's noch neu bei Heroes of the Storm, was bei LoL nicht gibt. Man kann nicht nur innerhalb eines Spiels leveln, sondern man levelt den Helden prinzipiell auch generell. Das bedeutet, wenn man ein Spiel gewinnt, bekommt man Erfahrungspunkte auf dein Beschwörer. Das kann man halt dann zum Beispiel, Moment, da oben sehen. Ich bin jetzt Rang 40, was maximal ist, hier unten steht's. Man fängt bei 1 an, ganz klassisch. Dann, wenn man, und man bekommt halt auf dem Weg zu 40, bekommst du immer wieder Belohnungen in Form von Gold. Und wenn man dann den Helden auf Level 10 hat, das sieht man hier, da unten steht das Level. Beispielsweise meine Zagara ist Level 1, die habe ich schon nie gespielt, deswegen steht dann 1. Dann gibt es Chars, die sind dann Level, keine Ahnung. 8, wie Shen, sieht dann so aus. Und ab Level 10 ist man quasi elitär mit diesem Helden. Das bedeutet, der wird golden und man schaltet die Option frei, einen Elite-Skin zu kaufen, beziehungsweise Master-Skin. Der sieht bei Thrall so aus. Ich liebe diesen Skin einfach, ich finde ihn so geil. Habe ich mir auch direkt gekauft. Kostet allerdings 10.000 Gold, was nicht wenig ist. Gibt es halt dann auch wieder in diesen drei Farbvariationen. Und ja, es hat halt den Sinn, dass deine Gegner halt dann sofort wissen, okay, der ist krass mit dem Champ. Sollte man meinen. Manche sind trotzdem scheiße mit den Champs, aber prinzipiell ist das der Sinn dahinter. Ja, Thrall ist ein Assassine, ist somit ein DD. Dann haben wir meinen zweiten Lieblings-Champ, das ist Tyrael. Wird als Krieger datiert, was viel heißt wie Tank. Wobei ich finde, Tyrael kann man auch sehr offensiv und sehr stark als Schadensmacher spielen. Ist halt so ein Off-Tank. Wenn man mit dem Team das schön koordinieren kann und sich absprechen kann, kann Tyrael zu einer ziemlich starken Waffe werden, in Teamfights. Das Gute ist, dass Tolga,
Robin und mein Mitbewohner auch Sascha, also Tolga ist auch ein Mitbewohner. Also Tolga, Sascha und ich, wir drei haben eine WG zusammen und wir zocken auch Heroes of the Storm gemeinsam zusammen. Hinzu kommt, spielt Robin das noch und halt sehr viele in meinem Freundeskreis und das macht halt, dass er, ja, es mögt einem einfach viele Taktiken. Man kann vorher sagen, okay, ich pick den, du pickst den, wir machen das so und so. Und daraus, ja, hat man quasi eine hohe Chance, schon frühzeitig das Spiel für sich zu entscheiden. Des Weiteren hat man natürlich nicht nur hier die Option, also das sind die Spieloptionen, man kann klassisch Training machen, klassisch gegen die KI spielen, wie man es halt aus allen Blizzard-Spielen kennt, die irgendwas mit Online zu tun haben, StarCraft etc. Man kann die Schnellsuche spielen, das ist sowas wie Normals bei LoL, heißt so viel, man spielt gegen 5 andere Spieler mit 4 anderen Spielern zusammen. Ist allerdings nicht gewertet, man spielt halt wie so ein Geplänkel zum Üben halt. Dann gibt es die Heldenliga, was so viel bedeutet wie es rankt. Man beginnt anders wie bei LoL nicht bei Bronze oder so, sondern man fängt mit Rang 50 an. Das bedeutet, wenn man Rang 30 als Held ist, dann darf man quasi die Heldenliga betreten und beginnt damit Rang 50. Und mit jedem Win streckt man quasi Punkte und steigt Ränge auf. Das bedeutet, je geringer dein Rang, desto besser. Nicht wie bei anderen Spielen, je höher der Rang, desto besser. Ich bin jetzt hier Rang 13. Ich spiele schon relativ lange. Also ich spiele es noch in der Beta, aber ich habe mir damals einen Beta-Key gekauft, beziehungsweise habe mittlerweile auch 4 bekommen. Also sollte jemand von euch Bock haben auf Heroes of the Storm, schreibt es in die Kommentare, ich gebe euch Beta-Keys, ich habe noch 4. Ja, Rang 13 bin zurzeit. Ist eigentlich relativ gut, glaube ich, bin ich ganz sicher. Aber ja, ist eigentlich auch nur eine Sache von Durchhaltevermögen. Dann kann man hier unten sehen, welche Champions am meisten gespielt wurden. Bei mir ist Thrall mit 35 Wins, wie gesagt, ich liebe Thrall. Er hat 35 Wins, 36 Niederlagen und 61 Spiele insgesamt gespielt. Dann kommt Illidan mit 7, 6 und 13 insgesamt gespielt und so weiter und so fort. Hier sind halt dann immer nur die Spiele, die Charaktere abgebildet, mit denen man am meisten gewonnen hat. Neben der Heldenliga haben wir auch die Teamliga. Das ist halt 5er Ranks. Das kann man allerdings halt nur mit einem Team zusammenspielen. Unser Team als Exekutive. Leider haben wir noch kein Spiel zusammen gemacht, beziehungsweise sind eigentlich alle eingeladen worden. Das wird unser nächster Schritt werden, dass wir die Heldenliga ein bisschen rocken, die Teamliga ein bisschen rocken. Und ja, schlussendlich, eigenes Spiel, selber Spiel erstellen. Hier hat man dann die 7 Maps, die man spielen kann. Grabkammer der Spinnenkönigin, Tempel des Himmels, Garten der Ängste, bla bla bla. Alle Maps haben andere Mechaniken, die andere Taktiken voraussetzen, andere Setups voraussetzen, andere Champs voraussetzen, welche besser sind, manche schlechter, bla bla bla. Und ich habe mir überlegt, wir zocken einfach mal jetzt ein Schnellsuchspiel. Beziehungsweise haben wir dafür noch genug Zeit. Aber wir machen es anders. Ich lade das Video hier hoch als Erklärung von Heroes of the Storm generell. Wie das Spiel so läuft, wie es funktioniert, dass ihr schon mal einen Plan habt, was euch erwarten wird. Für die Leute, die jetzt Heroes of the Storm schon ein bisschen länger spielen oder generell spielen, ist das Video jetzt hier nicht zu empfehlen, weil ich meine, ich habe halt nur erklärt, wie das Spiel funktioniert. Aber die Leute, die es halt noch nicht kennen, sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, haben hier bestimmt hoffentlich einiges gelernt und ja, dann nehme ich direkt noch ein Video auf, wo ich mal ein Spiel spiele. Gucken, ob Heldenliga oder Schnellsuche, ich entscheide das spontan. Und ja, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns dann gleich, hoffentlich. Peace.